zum Äußersten entschlossen, auch nach 2 Jahren des Blutvergießens. Syriens Präsident Bashar al-Assad will die Macht um keinen Preis abgeben. Dabei kam der studierte Augenarzt Assad nur auf Umwegen in die Politik. Auf seinen Vater, Präsident Hafiz al-Assad, sollte eigentlich Bashars älterer Bruder folgen. Doch der stirbt 1994 bei einem Autounfall. Der Tod von Basil brachte Bashar al-Assad dazu, aus London heimzukehren. Nach und nach begann er, sich mit Politik zu beschäftigen, bis zum Tod seines Vaters. Im Jahr 2000 ist Assad erst 34. Er tritt das Erbe seines Vaters an, der Syrien 3 Jahrzehnte lang mit eiserner Hand regiert hatte, gestützt auf das Militär, die Baath-Partei und die Sekte der Alawiten. Zunächst gilt er als Liberaler, doch die Hoffnungen auf Wandel zerschlagen sich rasch. Statt mit Reformen voranzugehen, entschied er sich, dieselbe Taktik anzuwenden wie sein Vater Anfang der 80er Jahre. Hafiz al-Assad gilt als Gewaltherrscher, verantwortlich unter anderem für das Massaker an mehr als 10.000 Regimegegnern in der Stadt Hama 1982. Sein Sohn Bashar al-Assad ist längst in seine Fußstapfen getreten. Blutig versucht er, den arabischen Frühling in seinem Land niederzuschlagen. An die 70.000 Tote hat es nach Schätzungen der UNO bereits gegeben im Syrien-Konflikt. Im Norden und Osten des Landes herrschen Rebellen. Assad ist zunehmend isoliert. Aufgeben will er nicht. Der 47-Jährige will sich nächstes Jahr wieder zur Wahl stellen.